Kopf, Turbo steigt in mein Auto ein, ich hab hier ein Auto geklaut. So, spring rein in die Kiste. Habt ihr jetzt auch Vorbereitung? Ja. Wenn der Thomas kurz einsteigt, dann kann man nämlich rüberfahren. Auto. Jeder braucht ein eigenes. Oder ich fahre mit Yvonne, ja. Ja, mir ist es, ich stand eigentlich schon neben dir gerade mit dem Auto, aber mir ist es ja gewusst. Dann machen wir es. Ist mir zu schnell. Ist dir zu schnell? Wird der schlecht im Auto vor oder was? Ja, klar. Nee, Quatsch. Mach es gut. Ich gebe gerade Gas. Blaine County Depot, okay. Da steht, glaube ich, ein LKW oder so zum Holen. Ach, keine Ahnung. Da wisst ihr schon wieder mehr als wir. Die paar Missionen kennen wir. Oder ein Auto. Manchmal auch ein Auto nur. Ich gebe zu, ich habe GTA verdammt lang gesuchtet. Ja, und ich fange jetzt an. Ich auch. Ruhig. Ich habe auch über 500. Oh, Alter, zieh doch nicht raus, ey. Hinter mir. Scheiß NPC-Verkehr. Weißt du, der zieht einfach rüber. Ich hatte meine Phase mit der Crew, da habe ich da 24-7 durchgezockt. Boah, das könnte ich nicht. Ich meine, ich habe auch viel gezockt. Damals, wo die Kontaktmissionen waren, da haben wir auch so 10 Stunden am Tag durchgezogen. Über eine Woche. Und die gab es halt irgendwie eine ganze Woche lang. Das erklärt zwar, warum der Level so hoch ist. Ich habe, glaube ich, mit 110 angefangen, sind dann über 200 gewesen am Ende. Ich habe auch damals einen Account mit Level 400 gelöscht. Aus Versehen, nur weil ich sauer auf ein Mädel war. Wie kann man den Account löschen? Geht. Geht. Wer fährt denn, schade drum. Wer fährt denn da oben jetzt gerade rechts? Weil ich bin so unten auf der Autobahn und an der Militärbase durch gleich. Ja, ich komme jetzt hier auf die Brücke. Du bist schon da, oder was? Nein. Achso. Ja, ich habe hier nur gerade einen Punkt an mir vorbeirauschen sehen. Ja, das war ich. Na gut, das ja, ist klar. Ja, ich fahre Richtung Tunnel hier, bei der Militärbasis. Und die Bonn folgten mir. Soll ich dich einsammeln, Markus? Weil ich habe ein Auto, was ein bisschen High-End ist, was ein bisschen schneller ist. Ich warte hier. Diese Sportwagen. Ja, ich habe die Viper komplett getuned. Den Benji. Ich warte kurz auf. Ja, ich auch. Also jetzt nicht gerade, aber habe ich in der Garage. Was habt ihr eigentlich an gepanzerten Fahrzeugen da? Hä? Hat einer von euch den Night Shark? Nee, ich habe nur den Kuruma und den Insurgent. Hat okay. Gepanzert. So, auch sehr mutig, sich da durchzudrücken, Markus. An den LKW noch. Weil wir haben mal in einer Crew haben wir Beschusstests gemacht mit dem Fahrzeug. Ja, ich mache aber keine. Müssen wir immer nicht ausprobieren dann. Und da hat der Night Shark am meisten ausgehalten, auch wegen Wembles. Ja, dieser Drecksverkehr, weißt du, du kommst da nicht durch. Ich komm dem, kann dich gerade nicht. Willst du da rechts, links, du kommst da nicht durch. Tja, High-End aufrissen bringt nicht immer was. Oh, alles gut. Wow, Yvonne. So kriegst du aber auch das Fahren voll, Yvonne. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich fahr ganz normal. Sorry. Ah, ihr seid schon ist geklaut. Ja, Lester muss die Ausrüstung finden. Ja, wir sind schon am Ziel. Ihr seid schon rein. Nein, wir sind noch nicht rein. Wir warten auf euch. Wir haben aber an dem LKW sind wir. Ja, aber den gelben Punkt.
Ihr habt einen Punkt im Blauen. So, ist geklaut worden. Wir müssen jetzt die Ausrüstung wiederholen von dem blauen Fahrzeug. Ja. Genau. Okay, Yvonne, du hast gut geparkt. Warte mal, wo ist denn das Auto denn hin? Das wäre mal eine gute Idee, zu wissen. Wo stimmt, in der Stadt. Das weiß ich nicht. Hast super gut gespart. Da hinten ist der. Ja, der ist. Oh Gott. Der ist quasi da, wo wir herkommen. Ja. Der fährt gerade die Autobahn raus. Fährt die Autobahn raus. Das ist immer so hier bei GTA Online. Weite Wege, kurze Missionen. Fünf Kilometer. Mhm. Ihr könnt euch auch einen Live-Standort anzeigen lassen da oben. Immer wieder bei das Menü oben. Gerade der Beifahrer. Das ist jetzt schwierig, gerade für die Leute, die hier alleine fahren. Ah, ich hätte mal zwei Autos nehmen müssen. Überleg mal, du machst das auch alleine, Kev. Naja, ich weiß, was du meinst. Aber ich muss halt das Ding angucken, dann nachher ich... Oh, Mann. Lass mal dahinter hängen. Oh. Glück gehabt. Ja. Passt. Ja, wer besetzt gerade einen Hubschrauber oder so? Nee, das war Versicherung. Auto zurück, weil das zerstört also. Wurde. Das war Versicherung. Kampfhubschrauber kann ich auch anfordern. Braucht man nicht. Ich denke, dass wir das Fahrzeug wieder, dass wir das Fahrzeug lebend brauchen. Ja. Yep. Ich denke mal, das zeigt dann heute nicht. Ich habe von gestern Abend noch ein Flugzeug zurückgeholt, was ich zu Schrott gemacht habe. Also du bist dann eher der Pilot, oder was? Ich habe die Akula, die Challenge, Basar. Ja gut, das heißt, da habe ich auch alle. Laser. Ich beherrsche die. Die B11 habe ich auch. Ich habe auch den Chernobyl. Ich, wie gesagt, ich habe auch fast alle Hubschrauber hier. Ja. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ich hasse das, wenn der NPC dann einfach ungebremst und annimmt. Die Avenger, die Fliege, mobile Kommandozentrale. Ja, die habe ich nicht. Aber gut, wenn einer sagt, ist auch gut. Aber ich hasse das, wenn der NPC. Ich hätte gerne lieber diese rollende Kommandozentrale, wo du auch Autos drin umbauen kannst. Du kannst in der Avenger das machen, du kannst in der. Ach, du meinst den LKW? Ja. Die mobile, ja. Nur wo du keine umbauen kannst, ist, was ich scheiße finde, ist, du hast ja selbst drei mobile Zentralen, ne? Die Avenger, du hast den LKW und du hast dann noch den ein, der im Casino steht, wo du nur die MK2 aufrüsten kannst. Das Terrorball. Bald, wo du auch die Spieler mit scannen kannst, wie viel Geld, Stats, welche Lieblingswaffe. Hm. Und bei dem neuen DLC soll ein U-Boot sein, das soll auch als mobile Kommandozentrale sein. Okay. Na, du kannst ja im neuen DLC kannst ja wegfliegen, da verlässt du ja die Insel hier. Ja, nur ich finde das doof mit den ganzen, dass du 3-4 verschiedene mobile Kommandozentralen hast. Und die Sachen nicht wieder verkaufen kannst, wenn du die mal nicht mehr brauchst. Ja. Weißt du? Wie die Yacht zum Beispiel, die kannst du ja auch nicht verkaufen. Ja, genau. Ist auch so ein Scheiß. Das müssten die noch ändern. Und wenn auch viel weniger glitschen oder so. Ach, da ist er. Warte mal. Ah, verdammt. Boah, mein Gott, komm, bleib doch mal auf deiner scheiß Bahn, Alter. Ich hasse das, wenn dann die noch rübergezogen kommt und gebremst. Oh, da ist ja gerade. Haben wir uns gerade irgendwie fast getroffen. Ja. Boah, Alter. Du gehst mir.
Weißt du, du willst dann an dem LKW dran und den ziehen sie da einmal quer über die Linie drüber. Der ist nämlich unten auf der Autobahn. Und ich bin jetzt quasi auf der Brücke drüber. Wieso weiß ich, bin jetzt gleich dran an dem. Yeah. Not my car, dann bleib doch weg, du Spacko. Stimmt, das hast du gestern allein gemacht, ne, Ivor? Yep. Warte mal, wo ist denn der? Was kommt der jetzt? Nee, ist auf der anderen Autobahn. Mist. Ah. Seid ihr von euch schon dran an dem LKW, ne? Ja. Ja. Mich hat's hier komplett. Ich war drüber und mir krachen sie regelmäßig gerade in die Karre. Oh. Er schießt auf mich. Ah, einen hab ich. Ja, du bist allein an dem Ding. Ich finde den Weg gerade nicht. Einfach die Autobahn entlang gehen wollen. Sack gerade. Sucht euch bitte eine andere Stelle, wo ihr fahrt. Nein. Ah, du hast ihn, Mike. Ja, ich hab ihn schon. Ich weiß zwar nicht, wer Mike ist, aber ich hab ihn schon. Oh, Alter, wer kommt denn da an? War das Kev gerade? Nein. Wir gehen zu mir. Mich nerven sie gerade extrem. Scheiß NPCs. Ja, ich werde ja auch gerade beschossen. Also ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin unterwegs zu euch. Wenn ich dann wir mal. Wir sind jetzt schon da. Meine Fresse, fahr doch da auf deiner Seite. Einfach geradeaus, Simon. Man muss sich mit voller Kraft noch irgendwo eine Karre knallen. Sorry. Weiter. Ich bin dran an euch jetzt gleich. Wo seid ihr? Hä? Oben drüber? Nee. Genau. Ah, ihr kommt jetzt wieder auf die Autobahn zurück, ne? So, jetzt hier raus. Oh. Ach, da hinten. Ne? Na, da oben hat er die Spielhalle. Aus dem Weg. Danke. Das war ich jetzt. Okay. Hä? Yvonne spielt einen auf Geisterfahrer. Hetzt mich doch. Du hast bei mir zu viel fahren gelernt. Yep. Nee, wenn ich verfolge, fahre ich immer im Gegenverkehr. Nee, mein Gott, wir haben ja so viel getan gerade heute. Ich habe die Mission gemacht, ihr wart dabei. Ja, das ist es halt, aber mich wollten sie gerade mich komplett ärgern die ganze Zeit. Ich war schon dran an wieder. Aber ich. Naja, egal. Gut. Hier ist drüben auf der anderen Seite.